Ja,
gibt's dann auch eine neue Lösung. Ja, ja, bin ja erst 103. Sie dürfen dann auch wieder für Ihr Geld arbeiten gehen, gell? So, so. So. Also, Frau Rudebusch, ich glaube, ich habe schon eine schöne Stelle für Sie gefunden. Ach so? Was muss denn? Als Telefonistin. Ja, das gefällt mir. Ruf mit an. Das freut mich aber, dass Sie so viel Einsatz zeigen. Was soll ich herzeigen? Nein, nein, Frau Rudebusch. Was denn? Lassen Sie es drin, wir sind ja nicht danach. Also, Rudebusch, Telefonistin. So, Herr Bucholi, jetzt brauchen wir nur noch etwas für Sie finden. Hallo, bin ja schon unter drei. Ja, ja. Im besten Mannesalter. Das sollte Frau Rudebusch gesagt. Ja, 103 zu viel. Also, Herr Bucholi, ich habe da einen Vorschlag für Sie. Na, dann schlagen Sie mal vor. Was halten Sie davon, wenn Sie eine Internetfirma gründen? Na ja. Das wäre überhaupt ideal. Da könnten Sie nämlich auch gleich noch ein paar neue Arbeitsplätze schaffen. So. Ich schreibe gleich einmal auf. Internetfirma Bucholi. Oh je. Hoppala! Runtergefallen! Bitte sehr! Mir ist einmal so schlecht! Ich glaube, ich muss! Ich glaube, ich kriege Herrn Hören Sie! Der Balkon ist gestorben! Was ist? Na, der Balkon ist gestorben! Ich weiß nicht! Hätte man gar nicht gedacht, dass die beiden Herrschaften so spontan kooperieren. Rudebusch erledigt. Bucholi erledigt.